Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio, wo wir auf dem Weg zum Raketensilo sind. Aber wir bekommen momentan einfach zu wenig Kunststoff hier rein, weil wir zu wenig Flüssiggas haben. Und wir haben zu wenig Flüssiggas, nicht weil uns das Rohöl knapp würde, sondern weil hier einfach zu wenig produziert wird. Wenn wir das mal anschauen, haben hier immer, wir wollen diese Kurve anschauen. Nun, da habe ich mit Modulen nachgeholfen, Geschwindigkeitsmodule. Aber ich habe das Gefühl, das reicht noch nicht aus. Die Flüssigkeiten da anschauen. 15 km pro Minute und das saugen wir alles weg. Das heißt, wir brauchen noch mehr. Und das würde vielleicht helfen. Diese Maschinen auch noch mit anzuschließen. Da sollten wir gleich mal was sehen können. Natürlich bei den Flüssigkeiten. Ja. Das hat nochmals einen Anstieg. Produzieren 13 km die Minute und verbrauchen 18 km die Minute. Das okay. 20 km in dieser Ansicht und 17. Das heißt, die müssen jetzt wieder voll laufen. Was zur Folge hat, dass wir hier wieder mehr produzieren müssten. Wenn wir jetzt Plastik anschauen, ja, da kommen wir langsam wieder hoch und wir müssen so auf etwa 1000 Minute kommen. Wir steigen immer noch. Ist etwas stagnierend. Und der Plastik oder Kunststoff ist hauptsächlich ein Thema, weil wir hier zu wenig Rote haben. Und derzeit geht da praktisch kein Kunststoff nach hinten durch, sondern wir brauchen alles hier im ersten Modul bereits. Okay. Wie es ist. Ich glaube, da müssen wir noch etwas mehr rausholen.
auch wieder etwas helfen. Uns das nochmals anschauen. Fallen wir da ab. Unser Rohöl geht zu Ende. Hier steht ein Zug, da steht ein Zug. Kommt einfach zu wenig raus. Sieht so aus, als müssen wir dieses Feld da oben anzapfen. Das heißt, ich brauche da Förderer. Wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube nicht, dass ich die hier oben produziere. Nein, tue ich nicht. Könnten wir allerdings. Dann brauche ich wahrscheinlich auch ein paar mehr Schienen. Müssen uns da ein Gleis, eine Eisenbahnlinie bauen. Fünf sind drin. Sieben brauche ich. Sechs. Noch einer. Sehr gut. Brauche ich eigentlich auch nicht mehr in der Tasche. Brauche noch Lasertürme. Zwar 100 Stück sollten reichen. Roboter. Auch 50 Stück. Und mehr von 100. Und dann brauche ich von hier unten noch Mauern. Okay. Vielleicht müssen wir da unten auch mal mit einer Atombombe vorbeischauen. Dann hier hinten steht ja sicher irgendwo mein Fahrzeug. Nicht? Wo habe ich das stehen lassen? Da unten. Okay.
Ah, weil ich da beim Kohlebahnhof zugange war. Da hat's Bums gemacht. Wir müssen hier etwas rauf. Habe ich hier noch irgendwo das Set Gleis? Ja. Ist hier brauchen wir so ein Signal, so ein Signal. Da gehen wir, glaube ich, ein bisschen drauf. Und dann können wir hier ein Radar platzieren. Sowas. Brauchen wir aber hier hinten. Da kann ich Motoren bauen. Eins, zwei, drei. Da müssen wir hin.
Und dann. Zum Set gehen wir nach vorne. Doch noch ein bisschen weiter nach oben. Hierhin und hab schon befürchtet, dass ich zu wenig Gleise habe. Hier, hier und hier. Hier ein solches. Machen wir hinten. Paar Lagertanks hin. Ein Loch in die Mauer. Und dann schauen wir uns mal das hier an. Mauer drumherum. Das war ein bisschen zu wenig weit. Wir machen die zwei dick. Dann machen wir hier ein bisschen Rohr Chaos. Und Lasertürme.
So. So, dann schauen, dass hier auch alles versorgt ist mit Strom. Eine Leitung hier nach drüben. Den brauche ich nicht. Wollte ein hier die Leitung durchlegen. So, alles hat Saft. Passt perfekt. Es fehlen hier nur die Pumpen und dann brauche ich auch noch einen weiteren Zug, denn wir haben drei Ölplattformen und ich möchte sicherstellen, dass wir da auch immer einen Zug beladen, denn Öl scheint etwas knapp zu sein. Gut, ich mache das noch fertig bis zur nächsten Folge und dann sollten wir nächstes Mal unser Raketensilo bauen können. Und mit der Rakete loslegen. Also, bis dann und tschüss.